Hi, hallo, ich bin's Alina. Heute ein Putz mit mir oder eine Schadensbegrenzung in unseren Sommerferien. Wir sind alle drei als Familie zu Hause und da sieht's nun mal manchmal aus. So, ich war heute Morgen schon kurz außer Haus und habe noch schnell Äpfel und Bananen besorgt und noch so ein bisschen andere Sachen, die hier einfach ausgegangen sind, die wir wieder brauchten. Und die Sachen möchte ich natürlich jetzt wegräumen. Du weißt, ich bin mittlerweile ein großer Fan von diesen wiederverwendbaren Taschen, die man überall und immer irgendwie zu viel hat. Und mittlerweile landen die auch recht gut im Auto und können so immer wieder einfach verwendet werden. Unsere Küche sieht schon ein bisschen aus wie explodiert. Ich habe gestern Abend noch ganz schnell ein Brot gebacken und noch für den Eierselbstbedienungsstand noch schnell Eier gepackt, weshalb dann da noch die ganzen Eierkartons rumflogen. Und natürlich kann das Brot jetzt auch endlich aus der Packung raus, beziehungsweise aus der Form. Und dann kann ich auch gleich alles in den Geschirrspüler räumen. Das Brot, was wir nicht mehr essen, das kann ich jetzt trocknen lassen für die Hühner. Und dann möchte ich natürlich in der Küche auch einfach ein bisschen klar Schiff schaffen. Bedeutet Geschirrspüler weiter befüllen und dann die Arbeitsflächen definitiv wieder leer räumen, damit da auch wieder Ordnung herrscht und ich mich so ein klein bisschen zu Hause fühlen kann. Wenn wir nämlich alle drei hier zu Hause sind, das heißt mein Mann, mein Sohn, also der Kleine, unser kleiner Sohn, also Liam und ich, dann fällt da natürlich einiges an. Und es wird dann immer mal ganz schnell überall irgendetwas hingestellt, was mich sehr, sehr wurmt. Aber ich möchte auch nicht den ganzen Tag und auch nicht die ganzen Ferien mit Putzen verbringen. Also versuche ich jetzt wirklich hier einfach dran zu bleiben im Haushalt. Das heißt, so die wichtigsten Räume einfach zu erledigen und dran zu bleiben. Dazu zählen für mich persönlich wie immer Küche und Essbereich samt Wohnzimmer. Das Wohnzimmer geht aber eigentlich immer. Da halten wir uns wirklich recht wenig auf, muss man sagen. Da ist dann meistens nur ein bisschen was zur Seite legen oder eben auch die Wäsche, die da immer auf dem Seitenteil des Sofas steht, dann hochzuräumen. Das Bad gehört auf alle Fälle mit dazu. Heute konnte ich im Obergeschoss nicht ganz so viel machen, wie ich es gerne getan hätte, denn mein Mann ist noch gerade dabei, beim Flur einige Kabel nochmal anders zu legen, denn der neue Elektriker, den wir haben, der möchte das jetzt alles ein bisschen anders haben, weshalb mein Mann sich dann da gerade spielt und wieder einige Kabel aus der Wand zerrt, die zu viel sind, die der frühere Elektriker gerne haben wollte. Da mein Klarspüler alle ist, nehme ich jetzt einfach meinen DIY Glasreiniger, denn der enthält auch Essigessenz. Also genau das gleiche, was ich mir sonst auch als Klarspülerersatz in meinen Geschirrspüler kippe. Die Spüle ist sowieso dran, ne? Das kennen wir alle. Da, wenn drei Leute zu Hause sind und jeder dann mal schnell die Hände wäscht oder eben auch wir dann gerade gefrühstückt haben. Entschuldige, ich musste gähnen. Ach, mein Tag, auch wenn hier Ferien sind, die innere Uhr schreit um 5:45 aufstehen. Und da wir jetzt schon wieder 32 Grad draußen haben, um 12.44 Uhr, wo ich dieses Video jetzt vervoice-overe, ich könnte mich schon wieder hinlegen und Mittagsschlaf machen. Ich möchte aber unbedingt das Video für dich jetzt heute hier einfach auch noch fertig bekommen. Meine Küchenarbeitsflächen müssen natürlich auch abgewischt werden, nachdem sie freigeräumt sind. Und das Ganze natürlich dann auch oberhalb des Geschirrspülers, wo auch immer Krümelage ist, weil wenn der Geschirrspüler voll ist, so wie es heute Morgen noch war, ich hatte ihn gestern Abend angestellt, dann habe ich eben einfach das Problem, dass wir dann Geschirr einfach nur da oben drauf stellen. Und ja, ich das dann aber erst am nächsten Tag erledige, wenn ich den Geschirrspüler einmal ausgeräumt habe und wieder neu befülle. Im Garten haben wir eine sehr gute Zucchini-Ernte, wie du sehen kannst. Die sind mir recht groß geworden. Ich bunkere die jetzt erstmal im Kühlschrank unten im Fach und werde die dann später benutzen, um die den Hühnern zu bringen. Dazu lasse ich sie dann einfach nochmal, ne, ein bisschen kurz im Kühlschrank liegen, dann sind die nämlich auch kühler. Meinen Kühlschrank habe ich heute mal nicht abgewischt. Vielleicht mache ich das gleich noch, weil ich sehe jetzt erst, wie dreckig oder wie viele Fingerdapsen der da drauf hat, wo ich hier das Video jetzt für dich bearbeite und gerade fertig mache. Sämtliche Sachen mussten natürlich auch noch einmal kurz abgewischt werden. Zwischendrin werde ich laufend immer irgendwas gefragt, sei es von Liam oder von meinem Mann. Und ich sage dir ganz ehrlich, so schön wie Ferien sind, so schön wie es ist, wenn alle zu Hause sind, aber sobald ich dann irgendwas in Anführungszeichen arbeiten muss bzw. machen möchte für den YouTube-Kanal hier, da kommt immer irgendwer. Immer irgendwer und immer Alena hast du mal oder Mama hier, Mama da oder Alena hier, Alena da. Da kriege ich, plack,
Da kriege ich Einfälle. Ich habe jetzt auch mal die ganzen Motorradsachen von meinem Mann ins Büro geräumt, bei seinem Schreibtisch, weil ich weiß nicht, warum ein fliegenverschmierter Motorradhelm am Esstisch stehen muss. Finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Und dann habe ich die fertige Wäsche, die ich noch wegräumen muss, erstmal in den anderen Wäschekorb gelegt, damit ich wieder einen frei habe, um das ganze Zeug, was nach oben gehört, da reinzuschmeißen und natürlich auch um die Wäsche und Lappen, die ich benutze, dann auch nach oben zu bringen. Entschuldigung, ich muss schon wieder gehen. Ich bin hier voll im Ferienmodus, das heißt, ich komme langsam in die Erholungsphase, ich bin nur noch am Gähnen. Das ist echt schlimm. Das Fliegengitter, was du hier auf dem Esstisch siehst, das lasse ich sogar da jetzt liegen. Das ist nämlich das für die Terrassentür. Das schließt sich selber mit Magneten. Das hatten wir letztes Jahr schon. Und das möchte ich jetzt dann wieder anbringen. Ich habe nochmal ein paar selbstklebende Klettstreifen geordert. Und die sind jetzt da. Und dann kann ich das jetzt wieder ordentlich und sauber aufhängen, dass wir nicht dauernd die Fliegeninvasion drin haben im Ess- und Wohnbereich, sobald wir dann da eben mal kurz die Terrassentür auflassen. Nachdem ich dann den ganzen Esstisch abgewischt habe, habe ich mich dann auch noch dazu entschlossen, dass ich diesen Tischläufer einfach noch schnell doch noch mitwaschen will. Das heißt, die weiße Wäsche ist definitiv auch noch dran, bevor ich dann heute noch die dunkle und die bunte vor mir habe. Das Ganze werde ich dann einfach auf meine zwei Wäscheständer machen, also die fertige Wäsche, wenn sie gewaschen ist, und dann im Schatten trocknen, denn ich möchte nicht, dass mir bei der Hitze und dem starken Sonnenschein heute meine dunkle und meine bunte Wäsche ausbleicht. Papiermüll und generell Mülleimer leeren, sei es Plastik, Papier oder auch Hausmüll, das muss ich heute auch noch machen. Denn überall sind die ganzen Behälter voll und irgendwie habe ich so das Gefühl, außer mir macht es keiner. Also alles, was mein Mann benutzt hat, siehst du jetzt hier links auf dem Schreibtisch oder was meinem Mann gehört. Und da kam er auch schon, weil schon wieder irgendein Kabel hier rumflog oder ein Stecker rumflog, wo ich nicht wusste, ob ich ihn brauche oder ob wir den aufheben müssen oder nicht. Den Rest habe ich dann natürlich rausgeschnitten, weil mein Mann ist kein Fan davon, in meinen Videos zu sein. Dann habe ich auch noch bei Teddy weitere Ablagekörbe geholt. Da habe ich nochmal drei bekommen. Das heißt, ich kann jetzt hier die ganzen Sachen einfach auch sinnvoller organisieren. Ich werde auch demnächst, beziehungsweise ich habe jetzt erst vor kurzem am Freitag, also gestern, wenn du dieses Video siehst, einen Desktour hochgeladen, also eine Schreibtischtour, alles was auf meinem Schreibtisch ist und was da alles so hingehört. Und ja, ein kleines Schreibtischupdate gibt es nämlich auch, denn ich habe jetzt mittlerweile einen höhenverstellbaren Schreibtisch, was ich im Homeoffice und auch hier mit meinen ganzen nebenher weiteren Geschichten einfach super, super praktisch finde. Den zweiten Bildschirm habe ich dann gleich auch mal ausgeschaltet, denn der muss nicht laufen, während noch ein Video für euch hochlädt. Und ne, da könnte man ja auch mal 3,50 Euro an Strom sparen, liebe Alena. Wäre ganz clever. Nebenher muss ich noch ein paar Schienen wegräumen, die da einfach nicht hingehören, beziehungsweise die ins Büro gehören, die wir hier auch brauchen. Aber die jetzt hier einfach auf meinem Schreibtisch lagen und vorher lagen sie auf dem Esszimmertisch. Was ich auch noch gemacht habe, ist die ganzen Pappkartons erstmal aus dem Büro rauszusammeln, alles an seinem Platz zu räumen. Und dann habe ich auch noch geguckt, dass meine ganzen Kerzen, die ich jetzt so ein paar habe ich eben da, ne, dass die auch noch ihren neuen Platz kriegen. Ich habe euch auch mal ein bisschen von der Ansicht her woanders hingestellt. Mein Mann hat mittlerweile auch das Netzwerkkabel wieder in Ordnung gebracht. Das heißt, ich kann meinen Papiermülleimer, der jetzt da so schön vor meinem Billigschrank steht, wieder unter den Schreibtisch räumen, genauso wie meine Schreibtischmatte. Denn jetzt bin ich nicht mehr auf WLAN angewiesen. Und den blöden Empfang hier durch die Lehmwände ist das nämlich echt schwierig. Aber mit dem Netzwerkkabel kann ich jetzt auch meinen Papiermüll wieder dahin räumen, wo er hingehört. Und dafür bin ich schon mal sehr dankbar. Hier in der Ecke, wo ich noch gerade so munter am Rumruscheln bin, habe ich noch 1.001.000.000 offene Projekte. Die bleiben da jetzt auch erstmal so ganz fein stehen. Und meinen zweiten Wäschekorb stelle ich mal kurz ins Gästezimmer. Wenn ich jetzt das Video dann hochlade, kann ich den wieder rausholen und schon auf meine Terrasse stellen. Hier habe ich mir jetzt einen Platz gesucht, wo ich erstmal die Kerzen hinpacken möchte. Diese findest du natürlich in meinem Etsy-Shop, wenn du eine Kerze bestellt hast und ich habe den Duft nicht mehr verfügbar, dann gieße ich immer gleich drei Kerzen. Wäre nämlich sonst meiner Meinung nach ein bisschen unpraktisch,
das Ganze ja immer nur so, eine Kerze. Nachdem nur meine Kerzen wieder ihren Platz haben, kann ich alles, was in den Keller gehört, in den frei gewordenen Wäschekorb räumen. Der Wäschekorb wieder und leer damit ist, kann das dann auch wieder einfach an seinem Platz runtergehören, ja, in den Keller. Wieder ist, damit das dort denn hingehört. Ich brauchte das nur mal kurz zwischendrin, doch noch schnell ein paar Sachen eben, da ich was ausmessen musste. Hier siehst du mein, oder jetzt mache ich gerade meinen ganzen Pappkarton-Boost einfach schnell klein, damit ich den gleich in der Papiertonne noch bei uns entsorgen kann. Gerade so eine kleine Kartonarbeit habe, damit das ich auch erledigt ist. Wegräumen möchte. Einige Kartons hebe ich tatsächlich auf, weil ich die dann teilweise selber für den Versand sehr gut brauchen kann, aber die Kartons, die ich von den Maßen her eben nicht verwenden kann, die führe ich dann hier weitergehen wieder zu, damit das auch alles so seine Richtigkeit hat. Dann kamen noch ein paar kleinere Kartons. Jetzt ist hier gerade ein LKW durchgefahren. Glasfaser wird bei uns nämlich weiter ausgebaut und da kamen noch ein paar Versandkartons. Also das heißt, ich habe nicht genügend da gehabt für die, also ich kann Kerzen ein oder zwei kann ich locker versenden, aber wenn du eben dann zwei, drei oder vier bestellst, dann werden die Kartons einfach sehr knapp und drum habe ich jetzt nochmal neue Kartons geordert. Die konnte ich dann natürlich auch gleich auspacken und an seinen Platz räumen. Unten links hinter der Pflanze siehst du auch einen riesengroßen Stapel mit schwarzem Seidenpapier, während ich jetzt überlege, wo ich am blödesten meine Technikkiste hinräume. Dabei ist mir dann aufgefallen, ich müsste mich auch mal wieder dringend um mein Büro kümmern. Nirgendwo passt es noch wirklich hin. Das heißt, da müsste ich auch mal wieder gründlich durchorganisieren. Das heißt, das kommt auf meine Durchorganisierliste für den Herbst. Hier kam dann auch noch die Lieferung mit dem Seidenpapier zum Verpacken von den ganzen Bestellungen. Einen Teil der schwarzen Seidenpapierlagen habe ich mir jetzt rausgenommen. Und den Rest habe ich dann auch mal erstmal im Gästezimmer gebunkert. Denn da müssen wir dann sowieso bald freiräumen. Und auch hier ist es wirklich so, dass ich wirklich immer einen großen Schwung bestelle an Seidenpapier, weil es dann einfach rentabler ist, als wenn dann da, wenn ich fünfmal so kleine Dinger bestelle, dann ist ja auch nichts gewonnen, wenn die Post dann alle 5 Minuten quasi hier anfangen oder anhalten muss. Nachdem ich dann auch noch die ganzen gelben Blätter entfernt habe, kümmere ich mich noch kurz um den Bastelkram, den Liam gestern noch hatte, damit der auch wieder vom Schreibtisch von meinem Mann aufgeräumt ist. Damit das auch wieder an seinem Platz ist. Und dann sind wir auch schon oben im Bad gelandet, wo ich erst einmal anfange, die Wäsche zu sortieren. Während dem Sortieren ist mir eben aufgefallen, okay, die weiße Wäsche ist jetzt komplett voll. Das heißt, die kann ich jetzt gleich als erstes anstellen. Das werde ich dann jetzt auch gleich noch machen. Und ja, dann kommt danach die dunkle und dann die bunte. Nachdem dann die Wäsche sortiert ist und ich die weiße Wäsche aus der Badewanne wieder rausgeholt habe, kann ich auch die ganze Badewanne einmal einsprühen mit meinem Glasreiniger, die Schlafsachen von mir einfach wieder auf den Wäschekorb legen von Liam, die dunkle Jeans bzw. die kurze Hose muss dann doch gewaschen werden, da habe ich nämlich gesehen, da sind noch Flecken dran. Dann kann ich auch hier die Flächen freiräumen von unserem Waschbecken und natürlich ist dann der Badspiegel auch wieder dran, damit der sauber ist und man wieder den Durchblick hat und nicht vor lauter Zahnpasta und Kalkflecken nicht mehr gerade ausgucken kann. Im Anschluss habe ich dann noch das Waschbecken sauber gemacht, natürlich auch die Toilette geputzt, was ich ja wie immer nicht mitfilme. Und das sage ich einfach so oft dazu, weil ich schon öfter gefragt worden bin, wenn ich es nicht erwähne, warum ich die Toilette nie putze. Also es ist geputzt, aber ich nehme es nicht mit auf. Und im Anschluss, beziehungsweise heute gegen Abend, wenn es dann etwas kühler wird und Liam im Bett ist, werde ich noch schnell das Haus einmal von oben bis unten saugwischen, weil wir jetzt durch die Baustelle rein, raus, hin, her rennen und dann wäre es im Endeffekt vergebene Liebesmüh. So habe ich wenigstens eine Nacht lang dann einen sauberen Boden, bis es am nächsten Tag wieder munter, lustig weitergeht auf der Baustelle. Wie du siehst, der Flur sieht aus wie Kraut und Rüben, da ist mein Mann aber gerade zugange in der Badewanne. Konnte ich dann auch einmal alles abwischen, noch die Haare aus dem Abflusssieb entfernen und dann einmal alles absprühen. Nachpoliert habe ich dann auch mit einem trockenen Bambuslappen. So wird alles streifenfrei, so geht das ratzfatz. Und natürlich habe ich das Seitenteil, da wo unsere, also die Ablagefläche von der Badewanne, da wo unser Körbchen steht mit den ganzen Shampoos, vorher auch noch schnell hochgehoben gehabt und darunter mal schnell feucht abgewischt, weil da bleibt natürlich auch Staub, Seifenreste, Haare etc. Krümelchen. Die sind dann da alle. Auch die Seifenspender habe ich heute wieder abgewischt. Die möchte ich später einfach auch noch auffüllen, dass das auch wieder passt. Aber jetzt schmeiße ich dann erstmal überall frische Handtücher hin, bringe meine weiße Wäsche rüber zum Waschen, weil das ist die, die am längsten braucht. Und dann hoffe ich, hat dir das Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss, deine Alena.